Hallo Trunks, hallo Far Sky, hallo Happens, hallo Annika, hallo Philipp, hallo Azrael, hallo Phil, vielen, vielen Dank für 17 Monate. Dankeschön Phil, hallo JJ, hallo Mauri, hallo Pascal, hallo Hannes, hallo Madame Wunder, hallo Anne. Hallo Tristan, hallo MLG LOL Cruiser, dankeschön für dein Zettel kommt. Dankeschön für hier. Da. Warum zoomt es auf den Zettel? Cruiser, vielen Dank für Stufe 3. Dankeschön. Hallo Husky, warum fange ich in dem Moment, wo ich anfange zu streamen, an zu hungern? Die ganze Zeit keinen Hunger gehabt. Jetzt habe ich Hunger. Soll ich eigentlich meinen Code anpinnen, falls Leute, die ich nicht geedit haben? Ja, mach du eine Lobby auf, oder? Du hast ja auch alle DLCs. Hallo Dr. Payne. Annika ist bereit. Ich nicht. Hallo Jay Gamer. Du willst weg? Genau, Leute, ich muss doch essen. Und Spirit wird sowas von ausgemacht. Mauri, du bist ein Tentacher. Ich mach ja schon so, Mai. Mauri, du bist ein Tentacher. Ich habe gar nichts verloren. Ich habe sogar gewonnen. Ich habe meine Challenge sogar gewonnen. Aber ich bin so nett und habe gesagt, ihr bekommt trotzdem Mario Kart. Phil, dankeschön für 1000 Bits. Danke. Ist so ähnlich gewesen. Also Annika war ein Tentegra. Hannes, dankeschön für 100 Bits. Dankeschön. Hallo JP. Shaminator. Hallo. Mario Kart ist das beste Spiel der Welt. Das ist gar nicht möglich, glaube ich. Aber ich liebe trotzdem das Emote vom Kniff. Das ist Tentagra. Es gibt kein Tentegra. Jetzt sage ich dir nicht Hallo. Was will ich zugeben? Leo liebt Mario Kart. Mhm. Hallo Eva. So, wie geht es jetzt? Wie geht dieses Spiel? Warum bin ich auf einem Whitescreen? Ah, hier. Achso, weil man Start an LR drücken muss. So, jetzt nochmal zusammengefasst, bevor ich hier irgendwas mache. Mit was gibt man Gas? A. Aber noch wichtiger, zwischen welchen zwei Zahlen muss man starten, damit man den Boost kriegt? Zwischen 2 und 1, oder? Kurz bevor die 2 verschwindet. Okay. Kurz bevor die 2 verschwindet. 2. Kurz bevor die 2 verschwindet. Okay. Darf ich nicht verpassen. Hallo Anna. Und Jumpen an Rampenende. Okay, so viel weiß ich. Aber mehr gibt's nicht. Und natürlich mit hier ohne runterfallen können an natürlich. Wenn bei 2 die Ampel umschaltet. Am Ende von 2. Quer siehst du mehr? Das habe ich noch nie gehört. Quer siehst du mehr? Direkt bei 3 A gedrückt halten? Falsch. Wenn die 2 gerade so verschwindet. Wenn die 2 gerade noch zu sehen ist.
Blue Cookie, Dankeschön für 41 Monate. Ich glaube, jetzt muss ich mir echt kurz noch einen Snack holen. Ich kriege genau in dem Moment verhungere ich. Wenn ich auf Starten drücke. Fährst du quer, siehst du mehr. Das stimmt nicht. Kann ich mitspielen? Bei mir gibt's ein Update. Das ist krass, ja. Das ist krass. So ein Update bringt den ganzen Tag durcheinander, ne? So ein 5 Megabyte Update, da kannst du gleich das Internet ausmachen. Bin gleich wieder da. Mauri spielt Mario Kart? Ich dachte, Mauri ist jetzt mit... ist jetzt Schachspieler. Nee, was war das nochmal? Gab's nicht irgendwie andere Sportart, bei der du jetzt so krass... Golf? Nee. Das war doch irgendwas. Mauri Darting. Hier, ich kenne mich doch aus. Das... Mauri hat einen geilen Mii. Man, wo ist Happens? Happens sah doch immer. Oder ist das mit dem weißen Gesicht Happens? Sah Happens nicht immer aus wie Darth Vader? Aber Mauri ist da unten. Hä, du bist der Trooper? Du sahst doch immer aus wie Darth Vader. Weg. Ah. Hä, wie geht es so schnell? Hallo Jenny. Okay. Machen wir das jetzt, oder wie? Wann habe ich das letzte Mal das gespielt? Diese Haarpracht. Ja, so sehe ich halt aus. Ich finde, ich habe mich super gut getroffen. Ihr wollt immer Cap Off. Ich und Pascal, Mann. Pascal! Bist du im März in Köln? Also zu Hause. AKA zu Hause. He knows it. Pascal, wir müssen uns sehen. Magst meine Zöpfe? Dankeschön. Ich meine, ich verstehe nicht, warum Leute mal Cap aufmachen wollen. Die Nase meines Mies ist zu klein. Hä, ich habe die extra voll groß. Außerdem, so groß ist meine Nase gar nicht. Ja, das letzte Mal ist, glaube ich, echt gewesen, als wir im Discord mal gespielt haben. Du wohnst nicht in Köln, aber du hast mal in Köln gewohnt. Ich glaube, bist du nicht umgezogen? Hä, du hast doch immer Party, Köln, ach, okay. Hallo Marco. Lass ich mir noch nicht entgehen. Nice. Also von mir aus können wir spielen. Mit Bewegungssteuerung. Jawohl. Hast du noch nie da gewohnt? Was ist in Köln? Nix. Private. So privat, dass wir das jetzt hier besprechen. GP 150 ohne Teams, komm normal. Alle Fahrzeuge, 4 Rennen. Happens ist glimpflich mit uns. Glimpflich ist er mit uns. Happens, kannst du DLC-Sachen machen, damit ich da sehe, was es alles gibt. Wir können zwar nicht alle DLC machen, aber da
Dann haben wir vielleicht die Chance auf ein paar. Drück Schultertaste. Was? Ach so. Ah. Ah, DK. Ich will die DK. Ich kann auch auswählen. Okay. So, wir spielen das. Das ist hier nicht normal. Ich warte schon auf die erste Person, die sagt, hey Leo, ich kann meinen Pikachu mit Surfer nicht übertragen auf Pokémon Blau. Was? Ah, warte, pass auf. Perfekt, das Start jetzt. Jetzt. Hä? Ich hab's perfekt gemacht. Ihr habt mich angelogen, glaube ich. Und warum sagst du aufwärmen und wir fahren einfach eine Rainbow Road? Habe ich gerade den Pilz weggeschmissen? Mit was setzt man die Items ein? Ich dachte, mit Z setzt man die Items ein. Ich habe schon wieder mein Item weggeschmissen. Was? Hä? Seit wann setzt man die? Setzt man die mit X ein? Ich muss erst verstehen, wie dieses Spiel geht. Es ist nur, ich glaube, es ist das erste. Nee, Mario. Super Smash Bros. Ist, glaube ich, das erste Spiel, was ich jemals besessen habe. Auf der Switch. Nein, es ist nicht. Welche Taste ist die Taste? Okay, es ist Z. Okay. Versteht ihr jetzt, warum ich das nicht mag, das Spiel? Vielleicht, weil ich Letzter bin? Ist das krass ohne Worte? Was ist krass? Unverschämt? Was ist krass unverschämt? Also du bist krass unverschämt. Was meinst du? So. Ich habe gehört, Profis bremsen im Spiel. Vielleicht versuche ich diese Taktik auch mal mit dem Bremsen. Oh, der Tag. Der Tag ist also gekommen. Anscheinend. Aber ich verspüre jetzt schon, das Spiel zu deinstallieren. Ich verspüre es schon. Ich weiß nicht, wie Leute... Hallo Stabilo, hi. Am Ende ist das hier einfach nur Just Chatting, nur dass ihr währenddessen seht, wie ich die ganze Zeit gegen irgendwelche Banden fahre. Können wir nicht Dart spielen? Leo hat richtig Spaß. Was glaubt ihr, warum ich ein Kinderspiel spiele? Okay, Mario Kart ist auch ein Kinderspiel. Warte mal. Kurz alle klein gemacht. Das ist eine dumme erste Strecke für mich gerade. Ich bin eigentlich voll... Hallo? Hallo? Ich war am Gewinnen? Ich war am Gewinnen? Hallo? Hallo? Hat mich Nintendo gekickt? Ist das illegal? Habe ich illegale Sachen gemacht? Hallo? Unverschämt. Nintendo schaut zu. Das ist unsere Gelegenheit zu sagen, hey Nintendo, kommt. Hab mal mehr so Kontrolle über euer Game Freak, über euer Pokémon. Das kriegt ihr hin. Ihr solltet die Peitsche auspacken mehr bei Pokémon. Das könnt ihr nicht alles durchgehen lassen.
Das war frech gegen Ende. Schon, oder? Ich hab's ja gerade. Seid ihr alle rausgeflogen? Also, weil ich hätte ja gerade gewonnen. Ich finde es ein bisschen unfair. Du warst zu weit hinten. Lehagon, dankeschön für deinen Prime. Also die Runde zählt nicht. Wir sind immer noch bei 0, 0, 0, 0, also alle 0. Die 15 da, nee, wir müssen überall Punkte abziehen. Rosa Gold Peach. Wer ist Rosa Gold Peach? Wer hat es geschafft, sich bei Nintendo Online Rosa Gold Peach zu nennen? Ich mag Paris. Kann man nicht hier durch die Mitte durch irgendwie? Ah, da müssen die ersten Teile weg. Hier, guck, ich kann voll gut driften. Guckt euch, bis es lila wird, drift ich. Komm schon, wird lila. Fuck. Also heute ein kleines persönliches Ziel wird einfach sein, nicht Erster zu sein, aber einmal vor Happens und einmal vor Pascal zu sein. Den beiden Profis hier. Code 0, das ist ja wirklich... War das nicht die Strecke, wo sich die Strecke ändert die ganze Zeit? Je nachdem, in welcher Runde man ist. Ja, du bist so eine... Was ich hätte jetzt gesagt, das war der Happens, aber es war nicht der Happens. Es sah so aus, als wäre das die Aloy gewesen. Die Husky. Was einfach nicht klar geht. Ich habe gehört, dass Happens da ein Patent drauf hat. Hallo Drachenkarriere. Guck mal, ich bin Sechster, ich bin voll gut. Ist nicht sogar Happens hinter mir? Ich komme gerade von Video von dir. Welches Video hast du dir angeschaut? Dankeschön. Ignoriere, dass ich Mario Kart spiele. Das. Du darfst jetzt nichts Schlechtes von mir denken. Ich auch noch mitmachen. Ich habe keine Ahnung, es ist nicht meine Lobby, ich verstehe nicht, wie das geht. Aber ich glaube ja. Kill den Fast Guy. Friss den Fast Guy. Friss den Fast Guy. Friss die. Warum habt ihr alle Sterne? Warum ist Mauri so weit hinten? Du hast Racing im Namen. Ich habe mir gerade das Gen 3 Video von Origin Dex angeschaut. Geil. Mein bestes Video, würde ich fast sagen. Hallo, Dritter? Dritter? Da hat Nintendo das jetzt durchgehen lassen, weil der Platz ist okay. Schau, Pascal, Happens, Leo's Mind. Genau die Reihenfolge, wie auch der Skill-Level ist. Moment, Pascal war vor Happens. Wie kann es eigentlich sein, dass jedes Mal, sei es das 3 Jahre vergehen dazwischen drin, sobald wir Mario Kart spielen, kommt Ankanox. I love it. Wie wäre es mit Rom Ramba Zamba? Du warst also eine Kugel Willi. Du hast wohl die Bombe hinter mich vor mir geschmissen. Solange es kein Parabot ist, finde ich, da ist Mario Kart doch super. Parworld ist durch. Es war eine Woche Spaß und jetzt ist es auch wieder gut. Leute, ich nehme euch nach dem Cap an. Nintendo lädt einfach Jahre. Geht es nicht mit einer Raumnummer oder sowas? Mit einem Passwort? Rosalinas Eisplanet. Das kenne ich nicht. Ich habe es mir gar nicht erst geholt. Ist ein cooles Spiel. Warum war Happens schneller als ich? Oh Gott, oh Gott. Können wir mal nur einfache für den Anfang auswählen? Haha. Ihr fahrt alle runter. Ihr kennt euch gar nicht aus. Wie cool ist dieser Bowser-Skin? Ich rede nicht von meinem, sondern da war ein Bowser. Wer ist der Bowser mit der Lava?
Mario Kart neues Main Game. Eher rupfe ich mir alle restlichen Haare aus, die ich besitze. Ich gerade eine Abkürzung gefahren, wirkt nicht so. Ja, aber danke fürs Anschauen von dem Gen 3 Video. Ich habe heute an dem nächsten Video gearbeitet, dem Void Glitch Video, und oh mein Gott, der ist schwerer als gedacht. Der sieht so einfach aus, die Videos versprechen, dass es so einfach ist, und es ist so schwer. Mein Video muss so viele Disclaimer haben. Hallo? Hier geht's doch weiter. So viele Disclaimer haben, dass das nicht geht, das vielleicht nicht geht, und das ist voll kompliziert. Kugelbilly, ja. Du bist der Grund, warum ich jetzt auch einen Living Dex habe. Hat mich dadurch... Du hast ihn schon gemacht. Du hast dich dadurch inspiriert gefühlt. Das freut mich. Aber nach dem Living Dex kommt hoffentlich der Origin Dex. Die Strecke ist übrigens kacke. Aber... Wir haben auch nichts anderes erwartet von Rosalina. Ich meine, Rosalina ist die Coole. Daisy ist die, die doof ist. Moment mal, Rosalina ist doch voll cool. Warum ist das hier so kacke? Und warum nimmt Happens jede Abkürzung? Hat der überhaupt noch Spaß, dieser Happens? Ich muss mich erstmal in Pokeriegel in Gen 3 einlesen, dass mein Mew auch passende Stats hat, um alle Bänder zu holen. Oha. Ja, stimmt, für Bänder muss man, oh Gott. Also, man muss nicht, aber Riegel helfen. Zurzeit kannst du dir das nicht leisten, diese ganzen Spiele zu kaufen. Ja. Daumen drücken, dass Ende des Monats verkündet wird. Warum wähle ich eine Regenbogenstrecke aus? Daumen drücken, dass am Ende des Monats verkündet wird, dass wir die alten Spiele auf die Switch bekommen. Warum habt ihr beide Kronen? Ihr sprecht euch ab. Ich passe doch nicht auf, was ich wähle. Oh Gott. Oh nee, wer hat denn die ausgewählt? Die ist so dumm. Animal Crossing Map ist eine der dümmsten. Ja, wir sind ja voll. Krass. Madara. Madara ist wieder... Was? Sag mal, der Happens sagt doch den Leuten Bescheid, oder? Oder habt ihr irgendwie irgendwelche Bots eingestellt? Irgendwas? If this, then that. If Leo's mind. Twitch-Kategorie. Then. Starte Twitch. Starte automatisch Switch. Die Strecke war gar nicht so schlecht. Tom Nook. Das war gar nicht Tom Nook. Ich glaube, das war sein Baby. Oh, so rüftest du in die falsche Richtung. Breakfast. Breakfast. Hallo, Brani. Rette mich. Willst du für mich einspringen? Wie wahrscheinlich hältst du es, dass die Spiele auf die Switch kommen? 100%, nur die Frage ist, wann? Wie wahrscheinlich sehe ich es, dass es in der nächsten Direct verkündet wird? 40%. Aber keine Ahnung. Warum bin ich Elfter? Wieso habe ich so eigentlich die Hilfesteuerung aktiv?
Weil ich ein kleines Kind bin und das Spiel nicht kann. Aber ja, ich hab's vergessen. Okay, ich verliere eh grad. Werde ich jetzt wieder ausgeschmissen. Ich habe vergessen, auf welcher Taste man beschleunigt. Guck mal, ich kann gar nicht sehen, was vorne Cooles stattfindet, weil ich nur hinten bin. Ich kann gar nicht sehen, was Happens und Pascal auf Stufe 5, was da passiert. Ja, die Musik passt da. Trauer für Pascal. Ich kann gar nicht sehen, was Cooles vorne stattfindet. Warum werde ich eigentlich als Elfter noch von 2 roten Panzern getroffen? Von 1 auf 11 in einer Runde. Wir sollten Mario Party spielen und dann uns alle gegen Happens verbünden. Das hat Spaß gemacht. Sehe ich das richtig, dass Madara gewonnen hat? Ja, ich glaube, das steht fest. Mach mal spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt. Und dann, du kannst nicht annehmen, weil alle, es ist sowieso voll. Oder sie warten noch auf die nächste Konsole, bis die Spiele nochmal rausbringen. Die Switch 2 wird safe abwärtskompatibel, deswegen ist das eh egal. Aber es könnte sein, dass die Collection mit der Switch 2 kommt, weil es ein super... Aber wobei, auf der anderen Seite, du kannst nicht alte Spiele für die Switch 2 rausbringen und sagen, kauft euch deswegen die neueste Konsole, damit ihr 25 Jahre alte Spiele spielen könnt. Das wäre auch komisch. Aber ernsthaft, kannst du Mario Kart absolut nicht leiden? Es ist so schwer zu glauben. Bitte nicht 200? Nee, nicht 200. Das habe ich nicht gesehen, aber... Jeden Sonntag 17 Uhr Mario Kart? Nein. Ich will die da. Die kenne ich. Reviersteiger, dankeschön für 39 Monate. Dankeschön. Goldenes Pixelherz. Was ist denn ein goldenes Pixelherz? Was ist goldenes Pixelherz? Ah, cool. Du hast gespendet. Also nicht an mich. Cool. Rosa ist da. Warum? Rosa, schau nicht zu. Es ist zu peinlich. Guck mich nicht an. Ich muss die Kamera ausmachen. Wie hat Damnes das, bitteschön, Damnes, egal, du weißt, wie hast du das abgewehrt? Hattest du eine Tröte? Ich habe Mario Kart mit einem, wie alt ist der? Mit einem 10-Jährigen? 9-Jährigen? 8-Jährigen? Warte, wir sind 10 Jahre zusammen. Mit einem 9-Jährigen gespielt. Und der hat mich fertig. Der hat mich nicht fertig gemacht, aber er hat mich... naja. Er hat öfter gewonnen, als es mir lieb ist. Fuck. Aber man muss sagen, er hatte... Er hat halt auch diese Hilfssteuerung an und sowas, aber das ist ja eigentlich, macht es einem schwieriger, aber...
Das ist schon unfair, wenn du dann eine schwere Strecke machst und man kann gar nicht runterfallen, aber ich schon. Und stimmt, und ich hatte den kaputten Controller. Ich konnte in gewisse Richtungen nicht lenken. Der hat mir extra einen kaputten Controller gegeben. Das war eigentlich gar nicht, das kann man gar nicht zählen lassen. Nee, nee. Vielleicht ist mein Gemüt auch einfach zu ruhig. Vielleicht bin ich ein zu ruhiger Mensch, um dass mir Mario Kart gefallen könnte. Weil Mario Kart ist da, um sich aufzuregen. Und ich kann mich nicht aufregen. Wisst ihr, ich bin die Ruhe selbst. Wenn mich einer von diesen Bällen trifft, schmeiße ich das Spiel aus dem Fenster. Rani hat sich gewundert, warum ich am Sonntag spiele. Weil der Sinn meines Lebens nicht da ist. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Mir fällt gerade kein dummer Witz ein. Netflix ist down? Nee. Ich bin doch da. Okay. Stimmt, Marco ist ja da. Bist die Ruhe selbst? Guck mal das Emote an. 2, schnell drücken. Da war die 2. Pokémon ist immer da. Ach ja. Ich hab heute schon viel gespielt. Dieser dumme Void Glitch. Damnness wishes me bad luck. Tschüss. Nicht Baby Park? Ist es Baby Park? Ja, die kann ich, die Strecke. Ich fühle mit dir, Leos. Danke, Annes. Ich hab zu spät gedrückt. Ich bin so ein Loser. Mein Leben hat keinen Sinn. Ich hab überhaupt keinen Sinn. Ich sollte nicht verpeitschen gehen. Ich sollte wie so diese Mönche einfach... Warum bin ich nicht an den Panzern gerade gestorben? Kann man hier eigentlich durchdriften? Ich habe den Bumerang! Jeder weiß, dass der Bumerang die beste Waffe ist. Und nix hat's mir gebracht. Mogelpower muss mal ihre Guides aktualisieren. Warte, ich muss spielen wie ein Profi. Warte, ich muss so machen. Wie kannst du mich treffen, wenn ich drei verfickte rote Panzer habe? Ich bin undurchbrechbar. Ich bin eine Blockade aus purem roten Panzer. Wie bin ich Elfter? Auf der einfachsten Strecke. Die Strecke heißt Baby Park. Was willst du? Nein, ich will die Kalimari. Piste. Wollte gerade eben noch DK. Ja, und jetzt will ich die Wüste. Aber ihr habt ja 3 DKs. Was ist das denn? Ich sehe, da hat wer Spaß. Hallo und Captain ist Hapten. Captain V-God, hallo und herzlich willkommen. Nach
der Runde mache ich erstmal eine Futterpause. Du kannst mich nicht alleine lassen. Du bist die Einzige, die hinter mir ist. Ich habe keine Ahnung, wer hinter mir ist. Was ist das denn jetzt für eine Runde? Es sieht aus wie... Ist das WarioWare? Das ist die böse Strecke von den Bösewichten. Was ist da für eine... Ach, man ist ein Flipper. Flipper. Sie nannten ihn Flipper. Ah, was? Wieso kann man nicht Leute mit Feuer entfachen, die bereits auf dem Boden stehen und angehalten haben? Easy, easy, easy. Der kluge Delfin? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Melodie geht. Sie nannten ihn Flip. Wieso flattert dieser Schirm von dem Bowser so krass? Das ist der Grund, oder? Warum ich so schlecht bin, weil das Segel mich so zurückhält. Komm schon, mit dem Stern solltest du da durchfahren können. Erstmal rückwärts. Warum kann man nicht mit dem Stern durch Wände fahren? Hallo Thorax, hi. Leute, ihr seht gar nicht, was vorne abgeht. Lasst mich nach vorne. Die Leute müssen doch sehen, wie ihr euch da vorne battelt. Kann ich irgendwie Spectator-Mode anstellen? Ich mache einfach die Augen zu und gehe durch. Denn ich traue Gott. Jesus, take the wheel. Jesus, take the wheel. He's not taking the wheel. Der schlaue Delfin? Sie nannten ihn Flipper. Das ist so lang ja noch nie ein cool Willi. Ja. Sag mal, bin ich Zwölfter? Wie soll man hier durch? Warum machten die einen Flipper so rund? Flipper müssen gerade sein, damit die Kugel direkt ans Ziel kommt. Hallo Henriette. Juhu. Guck, das Spiel verarscht mich schon. Ich krieg so viele Kugelwillis, weil sie genau wissen, dass ich sowieso keine Chance habe. Warum ist niemand da, den ich einholen kann? Wie sehr nervt es dich? Es ist einfach ein schlechtes Spiel. Es ist schlecht programmiert, überall sind Bugs, wie das Sterne nichts bringen. Wenn man hinten ist, kriegt man nur noch Kugelwillis, was bekannterweise die schlechteste Waffe von allen ist. Kalimari. Ich finde auch, dass das Spiel von Game Freak programmiert werden sollte. Ja. Dann könnte ich wenigstens bei den 10 Frames schnell genug reagieren, wenn eine Kurve kommt. Mauri, danke, dass du Anni keinen Sub geschenkt hast. Warum hast du sie gerade abgeschossen? Das ist wieder Gutmachung. Ey, DK. Donkey Kong. Da, ist das die von N64? Ich glaube, N64, nee. Wo war das? Ah, nee, die war bei Wii. Durch die Wii GameCube? Okay. Ich kenne die Strecke nur, als DuckDuck sein Rennen gemacht hat. Das habe ich dir doch mal gezeigt. Das ist Rennen, wo man 10 Rennen gleichzeitig fährt. Aber halt random hintereinander. Man wird random zwischen den 10 Rennen hin und her geschalten. So geil. Warum flattert dieser Bowser so? Ist das ein Stück Papier? Moment, soll ich in diese Fässer reinfahren? Katapultieren die mich dann? Wie im Spiel?
Stimmt. Das ist der Trick. Das ist die Abkürzung. Ich glaube, war da eine Abkürzung oder warum war da keine Bande? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Und wer auch immer du da vorne bist, du wirst so abgeknallt. Wer bist du? Wer bist du? Ist das ein Happiness, der da eine Bombe wieder in der Hand hält? Haha! Nix da, du Loser! Das ist der Happiness, oder? Zwei Bomben hintereinander? Wie vor allem hast du zwei Bomben hintereinander? Du hast mal aus Spaß gesagt, dass du dir aussuchst, dass du Bomben holst, weil du weißt, wann du drücken musst. Das habe ich dir jahrelang geglaubt, dass das so ist. Aber Und dann hast du gesagt, das stimmt gar nicht. Das ist einfach nur Glück, dass du die Bombe kriegst. Aber das ist so ein Quatsch. Natürlich suchst du dir die Bomben aus. Wie sollst du denn sonst zwei Bomben hintereinander kriegen? Du weißt ganz genau, wann du drücken musst. Guck meine Skills an. Guck dir den Sonnenbank-Flavor an hier. Oh mein Gott. Nein, ja doch. Hä, warum hat die mich getroffen? Die blaue, die Regel steht auf PokeWiki. Die Regel von der blauen Shell ist, dass sie nur den ersten Platz trifft. Nein. Bei der Flugbahn war es. Ach, wirklich? Wieso habe ich nur noch eine Green Shell? Und ich wurde trotzdem vom Feuer getroffen. Ja. Das ist Arnold Schwarzenegger hier. Ja. Ich war so gut. Und jetzt kommen die ganzen Loser wieder. Und pflücken all meine Lorbeeren, die ich mühselig angepflanzt habe, die letzten Minuten. Warum? Warum? Ich war so gut. Ja, ja. Fix die blaue Shell. Warum kommt die blaue Shell und fickt sie erst 10 Meter hinter der Ziellinie? Wofür programmiert man denn ein Spiel, das unfair ist, wenn man dann auch noch hier die Blue Shell es hinter der Ziellinie zünden lässt? Was war das für ein Rennen? Das war das beste Rennen bisher. Zehnter! Ich wäre 12., wenn ich gerade nicht so unglaublich gut gewesen wäre. Bei 200cc bist du schneller als die Blue Shell? Bist du nicht. Hallo Itako. Ich dachte, du kommst und baust mich auf. Deine Catchphrase. Mach niemals 200. Mach wie du willst, aber nicht 200. Mach 150. Ja. Du machst das so schlecht. Ich weiß. Wenn der blaue Panzer losgelassen wird, fliegt auf die Person, die zu dem Zeitpunkt an erster Stelle ist. Was ihr alles für Sachen wisst, ihr solltet alle mal euer eigenes Wiki schreiben. Bei denen vor allem, weil ihr alle unterschiedliche Sachen wisst von der gleichen Sache, wäre dieses Wiki, was ihr alles schreibt, mit so vielen wertvollen Informationen gefüllt. Sind es jetzt 50? Nein. Ich guck jetzt zu. Oh, Mauri wird seinem Namen nicht gerecht. Excitebike. Die ist tatsächlich gut, finde ich. Einfach, simpel. Ja, du hast jetzt 50. Okay, dafür haben wir eine schön gerade Strecke. Ich habe Mario Kart schon ewig nur einmal gespielt. Du hast ewig nur einmal Mario Kart gespielt. Wie lange hast du denn da Mario Kart gespielt? 3 Tage am Stück? Ewig nur einmal Mario Kart gespielt. G-
geil. Wie kann eine Red Shell einen in der Luft treffen? Die können nicht fliegen. Die haben keine Flügelchen. Die Blaue hat Flügel. Dafür ist sie da. Ich war in der Luft. Sie sollte unter mich runter. Wie kann ich auf der leichtesten Strecke im ganzen Spiel Elfter sein? Wie lang geht mein Boost? Oh mein Gott. Vielleicht das Babypark? Finde ich schon, weil hier ist mehr Platz, um auszuweichen. Bei Babypark bist du halt einfach in so einem Tumult drin. Jock ihn auf, flieg ihn auf das Gras! Wenn Rosa zu Hause wäre, würde ich das hier nicht machen. Er hätte nichts Besseres zu tun. Ja. Also Mario Kart 9 sollte definitiv die Animation der Charaktere anpassen, je nachdem auf welchem Platz sie sind. Er sollte sich nicht freuen. Er sollte jetzt die ganze Zeit bei dem Hüpfen nur so machen. Ich meine, die Musik ändert sich ja schon und sowas und jetzt die Animation danach, aber während dem Rennen war auch lustig. Kalimari. Warum heißt sie nicht Kalamari? Ich kann mich wegen deiner Char nicht konzentrieren. Er macht einfach einen Android Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ja, die ganze Zeit. You son of a bitch. Dillon. Ihr müsst die Arnold. Ja, hieß sie Arnold? Die hieß einfach nur Arnold. Die Arnold Doku auf Netflix anschauen, die ist so gut. Wow. Er ist so geil. Er redet auch ab und zu österreichisch und sowas. Oder was heißt halt Deutsch. Und dieser Kerl ist einfach nur zu bewundern. Können wir einmal Kalimari machen? Und warum kriege ich nie den Boost? Dieser Wort kommt nicht auf den YouTube-Channel. Das ist zu peinlich. Lila! Oh mein, haben wir die nicht vorhin schon gespielt? Diese Kackstrecke hier? Rosalinas Winterpark oder was das ist? Aber scheint eine coole Strecke zu sein. Hayajin ist da! Piss dich! Ey, ich hab dein Baldur's Gate Layout gesehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Finde ich, sah sehr hübsch aus. Warum bin ich so langsam? Hallo! Wie er sich bewegt, wenn er hupt. Eine kleine, dicke Schildkröte. Noch ein dicker wird. So ein Frosch, der sich aufbläst.
Ja, geh doch. Phil. Ist gefeuert. Lass den Tai auf keinen Fall vor. Das heißt, die Abkürzung sollte man nur nehmen, wenn man einen Boost hat, so wie Natsu. Ich war Erster für ungefähr 30 Sekunden. Gebt euch, wie ich am Rande des Abgrunds. Sehr gut, wirf die Rote, bevor überhaupt irgendjemand da ist. Es ist so langsam. Wieso sind Kurven existent in der Welt? Ich hasse das. Das ist so dieses. Man kriegt so dieses Gefühl, was Kleinkinder haben, wenn sie was nicht hinkriegen und sie werden sauer, weil sie sich nicht helfen können. So dieses verzweifelt sein und nicht wissen und um sich schlagen. Ich war Erster. Superius. Ist das peinlich dir, Happens? Ist das dir peinlich, Happens, dass du nicht Erster bist? Jetzt sagt Happens so, ja, nur bei 200 bin ich gut. Weil alles andere macht keinen Sinn. Du wurdest gepimpert. Henriette. Ich spüre echt, wie so mein Blutdruck einfach höher ist. Sowas spürt man doch, oder? Henriette, vielen Dank für 5 Subs. Oh, so viel Kalamari. Hi. Hi, danke schön. Für 13 Monate. Hallo, mein Lieber. Nee, ernsthaft. Dein Baldur's Gate Layout. Man hat gar nicht gemerkt, dass das ein Overlay ist, weil es einfach genauso aussah wie das Interface. Ist sehr dezent. Naja, dezent ist vielleicht was anderes, aber es ist halt. Es passt halt perfekt rein. Wenn ich eine Schildkröte bin und ich schmeiß Schildkröten. Ist das so, wie wenn man Hühnern Kentucky Fried Chicken füttert? Also, wie kann ich das mit mir selber vereinbaren, dass ich als Schildkröte Schildkröten schmeiße? Dass die Roten fliegen können, ist so eine Unverschämtheit. Du bist ein böser Bub. Stimmt. Ja. Ihr könnt nix, schnuffelt an meinem Schwanz. Schildkröten haben Schwanz, oder? Ja. Alle Schildkröten haben Schwanz. Hayajin schon wieder vorne, ey. Ja, bam, bam. Get wrecked. Get beide wrecked. Nein! Nein! Oh Gott. Ach, die. Warum explodiert die nicht sofort? Ich war quasi Erste. Ja.
Ich habe noch nie diesen Charakter gefahren, aber der muss ab jetzt immer genommen werden. Einmal im Jahr halt. Lass mich vor! Darf ich das Wort haben? Ich schneide ein, ich bin die Ruhe selbst. Nee, natürlich lade ich es hoch. Ich habe jetzt auch angefangen, Clips hochzuladen. Jeden Tag wird ein Clip archiviert auf dem Channel. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, ich habe angefangen, alle meine Streams und Clips auf YouTube zu archivieren. Weil manche Leute danach gefragt haben. Leos Archiv heißt der Kanal. Sehr sexy Name. Sehr sexy Name. Einmal im Jahr Mario Kart Stream, er hat es gerade gesagt. Ich meine, es kommt hin, glaube ich. Ich stream seit 5 Jahren und ich habe, glaube ich, 5-mal Mario Kart gespielt. Bowser hat nicht mit Schildkröten um sich geworfen, das war eine Polonaise. Wann Leos Off-Archiv? Was? Off-Archiv. Neues Schlafprogramm, nice. Ach, kannst du doch nicht? Leosarchiv.de. Nein. YouTube.com. Ja, ich habe mehr Crash Team Racing gespielt als Mario Kart, halt wirklich. Ey, wir können Crash Team Koop spielen. Wenn ich da bin. In Köln, wo du lebst. Wie kann es sein, dass wir immer noch nicht Kalimari haben? Ich habe halt nur sonst das Mario Kart N64 gespielt. Und deswegen kenne ich die Kalimari-Wüste mit dem Zug und so. Gibt es da noch die Abkürzung? Ich verstehe nicht, warum ich mich drehe. Ausrufezeichen Archiv tut's auch. Ah. Was? Oh mein Gott, ich hab die 8. Ah. Ah. Genau, und ich fahre gegen eine Wand. Ja, Aloy. Warum mach ich Aloy mal 2? Hey Leute, ich hab da was in der Hand. Das wird euch alle voll nerven, aber ich warte noch, bis Phils Stern vorbei ist, damit sie ihn auch erwischt, okay? Phil, hör auf, den Stern zu haben. Tschüss. Und jetzt überfahre ich ihn noch. Nein, fast. Warum bin ich 10. Komm, das geht jetzt durch alle durch. Selbst Damnus ist schlechter als ich. Oder? Also, bevor er mich überholt hat. Und Tai hat eh nichts drauf. Ah! Leon Mario Kart, ich hatte bei der Abschau damit gerechnet, dass es lustig wird, aber das ist so lustig, übertrifft alle meine Erwartungen. Jetzt bin ich wegen dir runtergefallen! Hör auf zu schreiben! Wie schaffst du es, 3-mal mit Stern durch mich durchzufahren und mich nicht zu treffen? Du Kuh. Ich sehe nix. Ah. Wie findet ihr das lustig, wenn jemand die ganze Zeit 12. ist? Was ist daran lustig? Ich bin noch nicht mal übers Ziel gefahren. Was ist daran lustig? Es ist so schön, Leos wahres Ich zu sehen. Wenigstens ist Phil hinter mir. Es ist lustig, weil du schlecht bist. Gibt's auch... Ich meine, ich habe ja so einen Heartrate-Sensor, aber mein Heartrate ist eigentlich okay. Aber es wäre noch geil, wir haben auch so ein Blutdruckmesser. Den irgendwie zu verknüpfen und dann wird alle 10 Sekunden wird der Blutdruck gemessen, sodass irgendwann mein Arm abfällt. Gemisst? Gemessen?
Heißt schon gemisst. Mein Blutdruck wird gemisst. Und dann seht ihr die ganze Zeit, wie mein Blutdruck irgendwie immer höher wird. Hallo Bisalina, hi. Ich weiß es noch nicht. Rotterdam wird bestimmt cooler als Paris. Aber ich war noch nie auf der Dokumi und ich wollte auf die Dokumi. Ich weiß es noch nicht. Ich werde diesmal relativ spontan auf die TwitchCon gehen. Ich werde nicht wieder Monate vorher buchen. So, einen Cup mache ich noch mit, dann muss ich leider wieder los. Okay, okay. Lustig ist deine Definition von die Ruhe selbst. Jetzt auch im Panelplatz. Niemals wieder. Welches Thema? Die Fußballfans werden auf der Dokumi sein. Warum? Weil am gleichen Tag WM ist? Oder was? Was haben wir für ein Jahr? 2024. Ist irgendwie WM, EM? Oder was? Speedrunning in verschiedenen Ländern. Wisst? Das Panel geht über Speedrunning. Und dann ist einer aus Deutschland, einer aus Ding und Ding da. Nee, ich bin kein Speedrunner. Ich bin einfach kein Speedrunner, aber es ist endlich die Kalimari. EM ist in Deutschland dieses Jahr? Wir haben Teams? Okay. Team Blau an die Macht. Enttäuscht mich nicht. Kapitän Blaubär. Einmal blau und trotzdem schlau. Immer blau und trotzdem schlau. Ah, Husky, okay. Hey, das ist voll die coole Strecke, habe ich gehört. Warte, ist die Abkürzung gut oder soll man da nicht rein? Leute, strengt euch mal an. Team Blau muss gewinnen. Wir machen das so bei den Terror Raids. Ich bin dabei für die Cloud, dass Leute auch in der Welt mitkriegen, was ihr so schafft. Aber ich bin für nichts zu gebrauchen. Zu nichts und für nichts. Und warum fahre ich auf Sand? Warum fährst du im Zickzack, Bowser? Du bist eine Schildkröte und kein Hase. Warum sieht der kleine Bowser so klein aus? Das ist doch der normale Bowser. Ach, weil ich auch so groß bin. Okay, ich streng mich jetzt an, weil das ist meine Strecke. Moment, aber zu meinen Zeiten damals war hier noch nicht so ein komisches Ding. Was haben sie aus dieser Strecke gemacht? Oh. Tod. 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 Triple Kill. Ja genau, fahr gegen. Fuck, ich glaube, ich hätte nach rechts gemusst. Warum piep piep piepst du, wenn ich gegen die Wand fahre? Ich kann selber fahren. Warum? Ihr müsst einfach nur alle Warums hintereinander schneiden. Ich glaube, das wäre ziemlich lustig. Warum? 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 Warum geht die Blaue an allen vorbei, wenn ich sie werfe? Die ist richtig den ausgewichen, wie so in einem Labyrinth. So. Zwölfter! Team Rot. Warum? Hä, ihr habt auch das Team extra so gemacht, dass alle Guten im roten Team ist. Ich meine, wir haben Pascal, den schlechtesten von allen. Wir haben Phil, mit dem können wir nur verlieren. Weil sie nur das andere Team trifft. Oh. Man kann doch. Okay. Ich bin für Bangkok Abendrot. Oder Abendbrot. Wie Leo seine Mates disst. Okay, das mit Pascal und Phil Stempel. Moment mal, nein! Warum geht die Kack-Cam nicht?
Ich krieg die nicht gerichtet. Ich krieg die nicht gerichtet. Gib die Punkte bitte zurück und hör auf zu fahren, Happens. Punkte zurückgeben ist wichtiger als zu fahren. Schnell. Ich kann's auch machen. Abgelehnt. Du dachtest, ich rasiere voll in Mario Kart. Wenn ich gut wäre in Mario Kart, dann würde ich das Spiel mögen. Ich mag's doch nur nicht, weil ich so kacke bin. Dann so chillige Musik auf einmal. Warum kann ich da nicht hochfahren? Lass mich da hoch! Nochmal. Ich bin ein kleines Boot. Lass mich nicht da hoch. Ich komme links ran. Übung macht den Meister. Nee. Weißt du, Mario Party ist cool. Das hat was mit Skill zu tun. Das hier hat nichts mit Skill zu tun. Ist einfach nur Glück, wer wessen Gummiband besser zieht. Um das Gummibandspiel. Warum ist es keine Röhre? Das ist doch eine Röhre. Lass mich doch da hochfahren. So wie hier. Huia. Tony Hawk. Ah. Warum bin ich so weit hinten? Viel Glück. Du schaffst das. Selbst Phil ist vor mir. Wand. Das ist meine Chance, Taijin für immer zu überholen. Und Madara. Madara. Nein, Taijin, die Sau. Ich war fast Erster. Where can I find it? The One Piece? We don't know yet. It's far away. In a distant land. What are you talking about? This is a official Nintendo Mario Kart tournament. Code Zero. Bang. Cock. This is the German stream. Nachdem ich heute Morgen meine eine Nachricht nicht mehr auf dem DC gesehen habe, gehe ich davon aus, dass mein Gedanke richtig war. Ja. No cheating. Wobei, ich könnte sie die Regeln. Ich habe sie in der Regel nicht stehen, aber für mich ist es unter Cheating. Aber ja, kein. Wobei, ich habe keinen ROM und keinen Emu-Talk reingeschrieben. Ich meine, es ist ja okay, über Emulation und sowas ROM zu reden, aber keine Anleitungen, weil ich will das nicht, dass Leute wissen, wie man das macht. Also jeder kann es selber rausfinden. Metal! Ist das die... Das ist aber nicht die aus N64, oder? Tod! Tod! Wie? Ah!
Bombe! Aber die gibt's auch. Dann will ich Bowsers Festung spielen. Einfach nur, weil ich sie kenne. Kannst du aufhören, nicht zu funktionieren? Und warum ist dein unsichtbarer Panzerkreis? Bist du ein Geist? Wo ist mein Stern? Ich hatte einen Stern. Wo ist der Stern? Hä? War das ein Blitz? Nein, hä? Mein Stern ist weg. Ich habe ein Living Form Dex. Ich habe mehr Respekt verdient. Ich hatte einen Stern und er war auf einmal weg. Ich wünsche mir mehr Respekt von Nintendo. Ich war Erster. Das ist aber kein Shiny Origin Form Dex. Nee, dann hätte ich es nicht verdient, an erster Stelle zu sein, weil dann habe ich schon alles im Leben erreicht. Oder wir können es noch schaffen. Wenn sich Pascal wenigstens mal anstrengen würde. Hätte ein Video-Idee für dich. Die beste Methode zum Shiny Hunten für alle 1025 Pokémon. Habe ich schon das Video. Kennst du meinen Kanal überhaupt? Athen auf Abwägen. Ist das? Nee, Bowser Festung, das hatten wir gerade. Nein, ich will. Nein, das ist alles Kacke hier. Nein. Pascal, bemühe dich mal. Wann hast du das gemacht oder meinst du das Video mit den seltensten Shinies? Ja, wo ich jedes Pokémon aufliste, wie man es am besten Shiny huntet. Die hatten wir gerade. Hast du nicht aufgepasst in der Schule? Wir hatten diese Strecke gerade. Die hat bestimmt Bowser ausgewählt. Wie viel Salz ist schon geflossen? Deine Mutter. Deine Mutter ist... Gar kein Salz. Ich liebe das Spiel, es macht so viel Spaß. Guck doch, wie viel Spaß ich habe. Guck doch, guck her, wie ich hier über die Dinger hüpfe und alle... Ich bin richtig gut gerade. Kann ich auf dieser dünnen Strecke da fahren? Oh ja, das kann man. Hallo Drarot. Hä, warum ist mein Boost abgebrochen? Weil ich ein bisschen Schrot berührt habe. Was? Ich dachte, ich hab noch Kugelwilli. Da zuzusehen macht echt Bock auf das Spiel. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich dieses Spiel gerade gut verkaufe. Es kann nicht sein. Ich bin im Schnitt der 10. Platz vielleicht. Was sieht daran spaßig aus, ständig gegen irgendwelche Mauern zu fahren und ein Streamer, der die ganze Zeit nur meckert, mit so einer hohen Stimme so meh, 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 meh. Ah. Durchlassen. Durchlassen. Oh mein Gott, bin ich gut. Hui. Durchlassen.
Durchlassen. Ah, hier ist Schrot. Hey, ich bin ja gar nicht Erster. Ich dachte, ich wäre voll weit vorne. Hey, ich war so gut gerade in der letzten Runde und es hat nichts gebracht. Starkes Mittelfeld. GG Team Rot. Wer sagt denn, dass ihr gewonnen habt? Vielleicht das hier. Hey, ich habe 16 Punkte. Das waren noch die guten alten Zeiten, wo ich einfach Breath of the Wild spielen konnte. Und jetzt seht mich an. Ich muss Klicks farmen mit Mario Kart. Wo ist bei 12 Plätzen das Mittelfeld? Hast du doch gesehen, alles war blau im Mittelfeld. Wo ist deine Krone, Leo? Und dann meine Haarpracht. So, pass auf, ich wähle jetzt die coolste Strecke von allen und das ist Koopa Cup. Kappa, Kappa Kappana. Ein armer, gebrochener Streamer. Imagine, man bekommt eine 8 und wird instant geblitzt. Doch, du verkaufst das gut, weil man weiß, ich selber bin besser. Okay, so schlecht kann man gar nicht sein. Das heißt, wenn ich es mir hole, werde ich besser sein. Ja, stimmt. Regenbogenstrecke wann? Das ist die erste war Regenbogen. Und ich bin nicht mehr ins Ziel gekommen. Das Spiel ist abgestürzt, weil ich so schlecht war. Ich drück immer zu spät. Warum sind so viele Yoshi? Seid ihr überhaupt nicht originell? Seid wie ich, Arnie. Wow. Ja. Sind die. War ich wohl zu spät? Sorry, ich habe keine Ahnung, wie, wann, wo, was losgeht. Einfach versuchen reinzukommen, wenn ihr wollt. Ey, das geht, das geht. Ich habe einen Stern. Man kann alles mit dem Stern. Ich kann durch Felsen durch. Kann ich eigentlich unendlich lang rückwärts fahren? Nein! Das war ein langweiliges Spiel. Rosa! Dankeschön. Ich spiele Singleplayer. Ich habe alle Comms ausgestellt. Wie sieht es gerade aus? Oh, ich werde noch Elfter. Das wäre jetzt ein Wunder allein. Die nannten ihn Flipper. Ey, wer jetzt von mir überholt wird? Schämen musst du dich, wie das geht. Wie?
Das hat noch niemand geschafft. Noch niemand ist da runtergefallen. Du bist so gemein gerade, ja. Dabei bin ich immer so nett zu allen. Man kriegt einen Punkt, wenn man Letzter wird. Das ist ein Kinderspiel. Ist ja besser als eine Teilnehmerurkunde. Immer diese Meta-Yoshis. Schon. Nehmt doch mal was Cooles. Wie Rosalina. Oder den Mii-Charakter. Oder Sans. Was besser als Happens? Kann ich dir das glauben? Bowser ist der Beste. Ich bin ein Bowser. Ja, wir spielen schon seit einer Stunde. Hatten wir irgendeinen Deal? Ich glaube nicht, dass der Deal war, dass ich vor Happens oder Pascal bin. Ich habe einen Boost. Bis Leo Erster wird. Nach 5 Stunden bleiben alle stehen. Weil sie es nicht mehr aushalten. Ist das jetzt schon wieder für eine Pupu-Strecke? Eigentlich sollten wir ohne Items machen. In Smash macht man auch ohne Items. Es ist so erniedrigend, wie viele Sterne mir gegeben werden und ich trotzdem nichts pack. Was ist das für eine krasse Abkürzung? Warum sollte man da lang? Ah. Leo ist oft Erster geworden, nur konnte er den Platz nicht halten. Kannst du bitte weiter nach links? Hä? Ich war auf dem Pilz. Was hat der für eine Hitbox? Ich habe das ja oft schon gemerkt an mir, dass wenn da ein Hindernis ist, dann sagt mein Gehirn, fahr da rein. Ich hab's noch gar nicht, ich es mach lieber die Pilze geschafft. Komm, das ist eine Abkürzung, oder? Das Ergebnis steht fest. Kannst du auf den Pilz noch immer den Boost holen. Danke, Farsky. Fangen wir an zu korrigieren, was ich falsch mache. Das wird bestimmt einiges bringen. Leo, du weißt schon, du solltest... Wenigstens hat noch keiner geschrieben, get good. Smash könnte man mal wieder zocken, muss mich beim Happens für das Dauer-Up B rächen. Ja. Ich meine, das war die Taktik in unserer Kindheit auch. Kirby, hoch B. Leo One MK Tutorials mit Shortcuts und so. Bei einem Spiel, das wie alt ist? 10 Jahre alt ist? Ich glaube, das stimmt eigentlich. Das Spiel hat sicher noch keine Tutorials. Happens nimmt das Gameplay auf. Und ich tu dann so. Iggy. Mensch, da, wer ist denn Iggy?
Warum hört der Slide auf, wenn man runtergeslidet? Ich hab Stacheln. Wenn so ein kleiner, glitschiger Yoshi in mich reinfährt, dann wird er sowas von aufgepiekst von meinen Stacheln. Ich mag die Strecke nicht. Hier fällt alles auseinander. Ah. Fahren wir eigentlich wieder 150 oder ist es 200? Warum? Wie kann der Boden brennen? Es ist Stein. Warum nichts auf diesen Stein ist überhaupt fähig zu brennen? Was brennt hier? Als ob Stein brennen könnte. Lava ist... Magma ist... Ich habe gerade was rausgefunden. Steine können brennen. Ich glaube, Steine können brennen. Ah, und kleine Schildkröten auch. Wer hat denn diese Strecke ausgewählt? Die ist doch viel zu kompliziert. Es fühlt sich nicht gut an, drei Plätze nach vorne zu kommen, weil das Spiel einem einen Kugelbilly gönnt. Ich bin in der nächsten Runde dabei, dann ist Leon nicht mehr Zwölfter. Ich fahr so gut vor allem, ich fahr so gut, guck doch. Ich wollte gerade die Strat anwenden, dass ich dem Blitz entgehe, indem ich tot bin. Top 10 Strecken, bei denen ich runterfalle. Number 7. Burger King Foot Lettuce. 150. Cooper Cup. Cooper Cup. Keine Ahnung, was das ist. Henriette. Hallo. Cooper Cup. Ist jetzt schrecklich, die Strecke, oder? Es sieht aber nicht so aus wie das Vorschaubild. Das ist der Cooper Cup, das hatten wir doch vorhin. Hä, das Bild sieht nicht so aus wie das Bild. Das sieht nicht so aus wie ein Bild. Kann man irgendwie Mario Kart Nuzlocke spielen oder so? Also jeder, der erster wird, fliegt raus. Bis nur noch ich übrig bin. Selbst wenn nur noch ich da bin, werde ich Zweiter. Ja, wahrscheinlich. Diese 8 bringt doch gar nichts, wenn niemand da ist, oder?
Wie bin ich Zwölfter? Ich bin so gut. Ich hab den falschen Charakter. Arnie ist halt gemacht, um Gewichte zu heben. Gut zu schauspielern. Um der beste Politiker der Welt zu sein. Aber er ist halt nicht zum Fahren gemacht. Wahrscheinlich hat Arnie noch nicht mal einen Führerschein. Henriette, dann wird der Leo nicht mehr Zwölfter. Überholt mich. Warum? Warum krieg ich nur Sterne? Das Spiel ist so gemein zu mir. Ah, ist alles viel zu schnell. Mein Controller ist doch kaputt. Wie schafft man es am Ende noch, drei Leute vor sich zu lassen? Tschüss, Prani. Tschüss. Tschüss. Mauri, der Typ of Guy, der beim Lehrer am Ende des Unterrichts sagt, dass wir noch Hausaufgaben haben. Wollen Sie uns keine Hausaufgaben aufgeben? Oh ja, stimmt, hätte ich fast vergessen. Danke, Mauri. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen. Ich könnte das den ganzen Tag machen. So viel Spaß macht es. Ihr müsst sagen, wenn ihr genug habt. Ich mach mal Platz für andere. Schau. Da haben wir es schon geschafft. Der Teil hält schon nicht mehr aus. Sehr viel Spaß gemacht. Lügner. Das kann gar nicht sein. Ab der 8. Klasse oder so hatte ich nie mehr die Hausaufgaben. Ja, weil du 8 Jahre lang so gestrebt hast, dass du keine mehr gekriegt hast. Liebling vom Lehrer. Tschüss, Ty. Du bist halt nett. Bleib schon noch ein bisschen, will dich ja ragen hören. Mhm. Bewohner. Bewohner im Kart. Da wird Leo oft runterfallen. Ich sage hier sofort. Ich werde kein einziges Mal runterfallen. Ein Fehlstart zählt nicht. Ich flieg durchs Loch. Ich werde kein einziges Mal runterfallen. Es sieht aus wie eine Fall Guys Strecke. Was soll der Quatsch? Skill. Was Skill hier? Oh mein Gott. 6. Platz. Wo ist die Weltmeisterschaft? Ich bin dabei. No. Da wird der Leo ganz oft runterfallen. Oh mein Gott, ich habe mit dem Boomerang jemanden getroffen.
Warum kommt der Bumerang nicht wieder zurück? Das zählt nicht. Wenn ich jetzt runterfalle, das zählt nicht. Oh, das war gerade krass knapp. Ey, kann es sein, dass wenn man versucht, nicht runterzufallen, dass man dann auch besseren Platz hat? Fängt die nicht, kannst du dich nicht umdrehen, Pflanze. Hinter uns war eine rote. Du bist viel zu krass am Schnappen. Jetzt lass mich gefälligst gewinnen. Oh nein, ich war doch so gut. Was hast du jetzt? Was hast du jetzt davon? Da wird Leo oft runterfallen. Da bin ich. Nicht runtergefallen. Danke, hat viel Spaß gemacht. Lüg doch nicht! Ich verstehe euch nicht. Mondblickstraße, Daisys Dampfer. Gibt's eigentlich Coco Melon? Gibt's die Strecke? Haben sie die nicht eingeführt? Doch, die gibt's, oder? Noah, dankeschön für 6 Monate. Dankeschön. Coconut Melon, was habe ich gesagt? Schau, Leute. 3 Leute sind schon weg. Coco Melon. Coco Melon. Scheiß Yoshis. Gönn einem nix. Warum? Der soll doch die Bomben essen. Ist die Jenny? Ist Jenny mit dem Stern, fällt gegen die Wand. Wer macht denn sowas? Werden Koopas eigentlich kleiner, wenn sie in kaltes Wasser gehen? Nicht Koopas. Goombas. Ist unten schneller? Warum gehen alle runter? Ich glaube, unten ist schneller. Nur Sterne krieg. Wie spielt man das Spiel? In die Muschel. Oh. Könnt ihr die F-Zero Wasserrutsche nehmen? Ich liebe den Sound von der Rutsche. Mariko, du musst mal lernen, dass es sowas wie Google gibt. Dann kannst du die Lieder selber hören. Da kannst du sogar den Flöten-Dude einfach immer dann hören, wenn du willst. Wir müssen jetzt nämlich Athen auf Abwägen spielen. Oder die Ente.
Wie lang haltet ihr noch durch? Wäre an jeden, der Big Blue nimmt, 2 Leute. 2 Leute. Das ist meine Runde. Ist das nicht sogar die, die ich ausgewählt habe? Wir sind in der Badewanne. Und bestimmt überall die Härchen von Mario. Die Barthärchen natürlich. Hat jemand seinen Verlobungsring verloren? Und seinen Fisch? Und sein Föhn? Wer versucht sich umzubringen in der Badewanne? Ah ne, wir sind nicht mehr unter Wasser. Hä? Wie ist das möglich? Wie sind wir gerade vom Wasser? Ich will in die Toilette. Da, wo ich hingehöre. Das ist so gut. Heute nicht. Sie hätte es vorhin schon sagen können und sie hat es nicht gesagt. Sie hat das Gegenteil gesagt. Ich glaube, Leute denken wirklich, dass ich kein guter Mario Kart Spieler bin. Dabei dachten auch immer alle Leute, dass ich in allem so gut bin. Und ich deswegen nur Shinies hunte. Wie schafft er? Noch keiner ist da reingefallen. Ich glaube, wir müssen wieder Varios Piste spielen. Meine Strecke. Wieso ist niemand vor mir außer du? Resetten kann er gut, der Leo. Oh ja. Fällt nichts mehr ein zum Ragen. Ich habe mich ausgeraged. Inzwischen bin ich nur noch traurig. Wie lang geht die Runde noch? Langsam. Langsam ist gut. Ich glaube, ich werde nicht mehr Erster. Big Blue ist sau schwer. 4 Leute. Oh mein Gott, sie verbreiten sich wie ein Virus. Hallo, Typ mit Brot. Das ist schon Runde 4. Okay, dann machen wir danach noch eine mit 200. Who let the dogs out? Immer noch kein Big Blue. Alle gegen mich? Geht es? Wir können ein Team machen, wo wir alle gegen dich machen. So gut bist du auch nicht. Du bist halt voll selten Erster geworden.
Wie kann man hier crashen? Ich hab Stern gemacht. Oh, das ist einer der coolsten Strecken. Die kenne ich nämlich. Was denkt ihr über die Tweets von Pokémon? Was für Tweets von Pokémon? Du meinst zum Beispiel sowas wie, dass sie heute Gen 5 Reshiram gepostet haben? Ja, das kann schon echt was heißen. Vor allem, weil es so unbegründet war. Einfach so Reshiram, wie es durch die Luft düst. Vielleicht wird wirklich, also wenn sie eigentlich, aber vielleicht wird es irgendwas mit Gen 5. Vielleicht werden Gen 5 Charaktere in Masters X eingeführt. Ja, das ist schon krass, dass sie jetzt. Aber es ist ein Monat vorher. Keine Ahnung. Ich würde mich, wie gesagt, auf nix. Ich würde nichts erwarten. Nein! Ich habe es noch nie geschafft, genau getroffen zu werden. Gab es die Clips bereits in irgendeinem Spiel? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist kein neuer Clip. Herr Devos, es ist nicht klar, dass Gen 5 Remake verkündet wird in einem Monat. Ich glaub's nicht. Aber auch nur, damit ich nicht so doof wie alle bin und alle das Gleiche sagen. Alles bis Gen 4, alles schon 10-mal geremaked wurde. Alles wurde bisher nur einmal geremaked. Was wurde 2-mal geremaked? Geh noch eine Runde, überleg dir irgendwas Lustiges happens. Zum Abschluss macht er jetzt irgendwie 99 Runden. Kanto, gibt's ein Remake. Let's Go ist kein Remake. Und selbst wenn ihr das als Remake zählen wollt, was es nicht ist, ist es eins von allen, die es zweimal gab. Geht nicht, alle versus mich. Superius und Happens gegen alle anderen. Setzt sich da jemand mit Happens gleich? Oha, warum nicht ich und Happens gegen alle anderen? Das wäre tatsächlich interessant, ob wir dann immer noch gewinnen würden. Ich und Happens gegen alle anderen. Dann muss aber Happens wirklich immer Erster werden. Vier gegen sechs geht? Echt? Man kann es nur so machen? So, ich mache jetzt mal Dinger, die ich kenne. Wo ist die Rutsche? Ja. Yeah. Beide Hände am Controller. Eine ist immer in der Hose.
Ehre, finde ich auch. Was habe ich? Superius! Happens ist in meinem Team. Ich gewinne, ich werde Erster. Warum 200? Weil wir Pros sind. Boost hinkriegt, yay! So, ich streng mich jetzt halt wirklich an. Ich tue jetzt mal aufhören zu Schauspielern tun. Dann seht ihr mal, was passiert, wenn ich tatsächlich game. Die Hand aus der Hose nehmen. Cool. Das ist unfair. Wie? Oh Gott, wie soll man diese Kurven schaffen? Ach, wir fahren 200, deswegen. Wenigstens macht Happens heute nichts mit Bomben oder sowas. Zumindest kriege ich das nicht mit, ganz hinten. Kann ich mal bremsen, so schnell ist man. Vorsicht, Vorsicht. Kann ich nicht einfach dahin fliegen? Warum kann ich nicht dahin fliegen? Genau, genau, Kugelwilli. Steuer mich in die Bombe rein. Wie fahren die Leute Kurven? War's schon vorbei. Können wir den Content jeden Sonntag haben? Nein, weil dann sterbe ich an einem Aneurysmus. Ja, es ist Gehirnblutung. Sehr gut, Team Rot. Sehr gut, Team Rot. So macht man das. Loser, Team Blau. Oh mein Gott, Loser. 200 killt mich total. Haltet euch von mir fern. Ich schieße auch. Ich gucke nicht, welches Team ihr seid. Ich glaube, automatische Sachen können euch nicht treffen. Aber eine grüne kann ich, glaube ich, auf euch schießen. Du machst das so gut. Ey. Big Blue, was seid ihr alle für Mitläufer? Mitläufer, Mitläufer, Mitläufer. Du musst jetzt performen. Ich performe auch, ich bin 9. geworden. Yes. Nächster. Er hat denn die Strecke ausgewählt? Oh mein Gott. Willst du? Oh mein Gott. Wie? Wie könnt ihr hier Vollgas geben? Hä? Wie könnt ihr? Wie? Wie? Oh mein Gott. Hä? Man muss einfach... Und wie bist du vor mir? Du bist hinter mir runtergefallen und bist vor mir gespawnt. Ich drift die ganze Zeit und bin nur runtergefallen. Ich höre jetzt auf zu driften.
Wie soll man die komisch? Hier, driften. Cool, cool. So eine coole Strecke, so eine coole Strecke. Ist das Pikmin? Gibt es eine Pikmin-Strecke? Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Du bist so schlecht. Guck mal, so macht man das. Yes. Was ist das? Was ist das? Was ist dieses Spiel? Was? Wie? Ihr könnt ihr 200 machen. Ich weiß auch nicht, wer das vorgeschlagen hat. So, jetzt machen noch alle Big Blue und jetzt wird's Mario, Wario. Ich bin total aufgeregt. Ich habe eine Krone. Ich habe eine Krone, das zählt. Ich habe gesagt, ich werde Erster. Krone zählt. Du ziehst Team Rot voll runter. Wir haben eine Krone. Wir haben eine Krone. Jetzt kommt Leos Strecke. Ah, fast. Oh! Das sind Shiny Orts hier. Das ist meine Strecke. Aber 200 ist vielleicht doch nicht meine Strecke. Dankeschön. Ich hatte doch gerade, wo ist mein Stern hin? So schnell. Es ist so schnell. Unfassbar. 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 Ich war noch nie so schlecht in Mario Kart. Ich war damals, weißt du, natürlich nie gut, aber ich war wenigstens immer Mittelfeld oder mal Dritter, mal Vierter, mal Erster. Das ist ja heute nur peinlich. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist irgendwie anders, das Spiel. Die Updates haben es kaputt gemacht. Das ist eigentlich die beste Strecke. So, letzte, ich glaube, es ist die letzte Runde heute und mal schauen, ob es jetzt Big Blue wird. Ich kann auch nicht Big Blue nehmen, eure Wahrscheinlichkeiten sind so hoch.
Jetzt aber. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich bin Erster, ich habe eine Krone. Was passiert hier? Ich dachte, ich muss B drücken, wenn ich auf Rot bin. Ich hatte einen Stern und bin Minus. Ich habe Minusstrecke gemacht mit dem Stern. Ich glaube, es liegt am Segel. One final look. Gott, F-Zero ist so gut. So viel besser als Mario Kart. Achter! Yes! Was für ein geiles Spiel. Was für ein gutes Spiel. So gut. Yes. Das bin doch ich, oder? Erster geworden. Das war mein Ziel. So ein gutes Spiel. Mann, war das geil. Mann, war das geil. Ich meine, was habe ich noch im Leben zu erreichen? Ich bin Erster in Mario Kart geworden. Ich habe einen Gen 1 Shiny. Ich habe ein zufälliges Shiny Ho-Oh in Gen 2 gefunden und ich bin Erster in Mario Kart geworden beim offiziellen Leo's Mind Mario Kart Turnier. Übrigens mit großem Gewinn, also Preisausschüttung am Ende des Streams. Und zwar, was es zu gewinnen gibt. Und das kriegen alle, die mitgemacht heute. Alle, die heute mitgemacht haben, kriegen diesen Preis, okay? Alle. Und das sind Beträge, da schlackern euch die Ohren. Also, ich habe mir das schon davor gedacht. Und ich glaube, ich gönne mir das jetzt für euch, dass ich das ausgebe, okay? Und zwar, was alle jetzt bekommen, die mitgemacht haben, und somit auch ich, weil ich erster Platz geworden bin, ist